Sehr verehrte Damen und Herren, verehrte Mitglieder des KIT, liebe Studierende, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie alle wieder da sind und ich freue mich, dass ich selbst auch wieder da bin, denn diejenigen, die das letzte Mal dabei waren, werden wissen, ich musste mich vertreten lassen. Gleich zu Beginn unseres heutigen Abends muss ich Sie leider auch auf eine Änderung des Programms hinweisen. Wie Sie vielleicht unseren Ankündigungen entnommen hatten, müsste uns Herr Dr. Günther Beckstein, der vormalige bayerische Ministerpräsident, leider aufgrund einer dringenden, anderweitigen Verpflichtung kurzfristig absagen. Wir waren dann sehr glücklich, dass wir Dr. Alois Glück, der ehemalige langjährige bayerische Landtagspräsident, gewinnen konnte, trotz der Kurzfristigkeit. Es war auch wirklich sehr kurzfristig für die heutige Diskussion. Und jetzt aber, wie es manchmal so geht, müsste er uns absagen, und zwar aufgrund eines tragischen Unfalls in der Familie. Und diese Absage kam wirklich erst vorgestern. Er hat sämtliche Termine für diese Woche abgesagt und ich bin ganz sicher, dass wenn das so ist, dann hat das wirklich einen ernsthaften Hintergrund und das tut uns natürlich allen sehr leid. In die Alternative ist zu überlegen, ob wir die Veranstaltung ganz absagen oder ob wir Herrn Dr. Eppler bitten dürften, hier alleine diesen Abend zu bestreiten, war es ganz klar eine für uns eine leichte Entscheidung, dass wir Dr. Eppler bitten, das auch zu tun, denn ich bin mir ganz sicher, dass Sie alle mit mir eine Meinung sind, dass wir also zu diesem Thema, was wir heute Abend uns ausgedacht haben, also Parteiinteressen, Wahlen, welche Rolle spielt Ethik in der Politik, gerade in einem Wahlkampfjahr ist das ganz besonders wichtig. Sie sind sicherlich alle der Meinung, dass wir mit Dr. Eppler einen ganz herausragenden Redner haben, einen Politiker mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und wir freuen uns sehr, Dr. Eppler, und danken Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie heute Abend diese Einladung angenommen haben. Ganz herzlichen Dank. Ja. In zahlreichen Umfragen der vergangenen Jahre sind zunehmende Politikverdrossenheit und Verlust des Vertrauens in die Politik, in der Bevölkerung festzustellen. Ich denke, wir kennen die ganzen Debatten zu vielen von den großen Themen, aber wenn ich das so sagen darf, das ist kein neues Ereignis. Politskandale wie Spendenaffären, Plagiatsaffären und nun kürzlich auch die Amigo-Affäre, um nur einiges zu nennen, tragen ihr übrigens dazu bei, das Ansehen der Politiker herabzusetzen. Das Ergebnis spiegelt sich leider natürlich auch, wie wir wissen, in den immer niedriger werdende Wahlbeteiligung bei vielen, vielen von den Wahlen. Und ich darf vielleicht also als kurze Zwischenbemerkung auch noch sagen, am Zack haben wir immer wieder in ganz unterschiedlichen Formaten versucht, Politiker zu gewinnen, die zu uns kommen und mit uns reden. Denn vielleicht ist es auch ich wage eine These, eine Besonderheit auch von intellektuellen Communities und auch von Wissenschaftlern, dass wir ganz besonders kritisch sind, wenn wir an die Politik und an Politiker denken. Im diesjährigen Bundestagswahljahr kämpfen die Kandidatenparteien natürlich wie eh und je um das Vertrauen der Wähler. Welche Rolle spielt hierbei ihr ethisches Verhalten? Und können Politiker heutzutage noch als moralische Vorbilder gelten? Haben sie je als Vorbilder gegolten? Können wir vielleicht fragen. Welche Rolle spielt Ethik überhaupt noch im undurchdringlichen Politikdschungel? Auch aus Anlass des Wahlkampfjahres ist es also wirklich fast, würde man sagen, zwingend geboten, dass wenn wir über Ethik sprechen, dass wir auch dieses Thema auf unsere Agenda gesetzt haben. Zum Stichwort Vertrauensverlust müssten die Wähler nach der Wahl nur
allzu oft feststellen, dass die großzügigen Wahlkampfversprechungen im Nachhinein nicht eingehalten wurden. Wie wir bereits in den vergangenen drei Vorträgen hörten, ist das Einhalten von Versprechen einer der großen ethischen Werte überhaupt. Also ist das Wollen und das Können, hat das mit Ämtern zu tun, hat das mit Täuschen zu tun, wären ganz große Themen, die man hier erörtern könnte. Doch was passiert mit einem Land, in dem Moral und Ethik zwar als lauter Ruf zu hören sind, jedoch in der Politik scheinbar häufig nicht gelebt werden? Auch die Frage, ob Politiker wirklich unethischer und unmoralischer handeln als früher, liegt vielleicht nahe, aber vielleicht ist das nur unsere heutige Sicht. Durch die immer stärker werdenden Medien kommen Fehltritte von Politikern heutzutage selbstverständlich auch häufiger ans Licht als früher, Stichwort WikiLeaks oder Phoniplag im Falle der Plagiatsaffären. Den privaten Bereich eines Politikers erfassten die Medien zu früheren Zeiten bei weitem nicht so intensiv wie heute und vielleicht können wir sagen, vor allem nicht so flächendeckend und so schnell. Ist ein Politiker nur dann ein guter Politiker, wenn er sowohl als Privatperson als auch als öffentliche Person stets ethisch handelt? Doch wer kann dies von seinem Privatleben immer behaupten? Und ist eine strikte Unterscheidung zwischen Privatperson und öffentlicher Person im Falle eines Politikers überhaupt vollziehbar? Wollen wir das auch als Wählerinnen und Wähler und als Bürger? Oder tun wir nicht doch voyeuristisch mit den Medien immer gerne auch wissen wollen, was im Privatleben stattfindet? Und ist das immer statthaft oder nicht? Könnten wir uns kritisch selbst auch fragen? Es gibt ganz viele Fragen, die wir natürlich stellen könnten im Hinblick auf ein langes Leben als Politiker. Heute Abend haben wir mit Dr. Erhard Eppler einen Politiker zu Gast, der wie kaum ein anderer aus seiner jahrzehntelangen Politikerfahrung über das Thema Parteiinteressen, Wahlen, welche Rolle spielt Ethik in der Politik, referieren kann. Und ich werde Ihnen kurz jetzt auch seinen Lebenslauf auch kurz referieren. Dr. Erhard Eppler studierte in Frankfurt-Main, Bern und Tübingen Englisch, Deutsch und Geschichte. 1951 promovierte er zum Dr. Phil und arbeitete danach als Gymnasiallehrer. Ich darf vielleicht Herr Dr. Eppler auch erwähnen, da es überall auch im Netz steht. Sie sind Jahrgang 1926. Das ist statthaft, dass ich das nenne, oder? Jetzt habe ich es jedenfalls getan. Prima. Mit Gustav Heinemann begründete er 1952 die Gesamtdeutsche Volkspartei. Und nachdem das nicht so gelungen ist, vielleicht hören wir irgendwann mal ganz spät am Abend noch was dazu, wandte er 1956 sich der SPD zu, für die er von 61 bis 76 im Bundestag saß. 1968 wurde er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 1969 und 72 im Amt bestätigt, trat er 1974, und ich denke, manche im Publikum werden das noch vor Augen haben, wegen Differenzen mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt zurück. Von 1976 bis 1982 war er Mitglied der SPD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg und die meiste Zeit davon ihr Fraktionsvorsitzender. Zudem war Eppler im Parteivorstand und zeitweise auch im Parteipräsidium. Von 1973 bis 1981 fungierte er als SPD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. 1975 bis 1991 leitete er, und das glaube ich ist für unser Thema ganz wichtig, leitete er die Grundwertekommission der SPD.
Als stellvertretender Vorsitzender der Programmkommission wirkte Eppler 84 bis 86 entscheidend am Entwurf des SPD-Grundsatzprogramms mit. Als langjähriges Mitglied der EKD-Synode kam Eppler 1977 für 6 Jahre in den Vorstand der Deutschen Evangelischen Kirchentags und war in den 1980er Jahren zeitweise amtierender Kirchentagspräsident. 1991 verabschiedete er sich aus allen politischen Ämtern und schied auch aus dem Vorstand des Kirchentags aus, blieb aber bis 1997 Mitglied des Kirchentagspräsidiums. Seit 1985 gehört Eppler den Pen Club an. Er hat zahlreiche Schriften veröffentlicht. Ich darf vielleicht nur einige wenige, die vielleicht für den heutigen Abend eine Rolle spielen werden. Wir werden sehen. Ich werde mich genauso überraschen lassen wie Sie. Sein Werk Ende oder Wende, von der Machbarkeit des Notwendigen, 1975, war ein Bestseller. Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt, 2002. Und Auslaufmodell Staat, 2005, beeinflussten die Debatte ganz sicherlich erheblich. Eppler ist natürlich bekannt und anerkannt und hat viele Auszeichnungen bekommen. Ich tue nur ein, er macht in seine ganz bescheidene Art und Weise mit der Handbewegung, aber eine nenne ich wenigstens. Er ist Träger der großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband, Schulterband. Und für diejenigen wie ich als Nichtdeutsche, die das nicht so kennt, das ist ziemlich das Größte, was man bekommen kann. Jedenfalls, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und jetzt darf ich ganz kurz in unseren Improvisation des Abends, da sozusagen der andere Part nicht da ist. Wir haben uns geeinigt, dass Dr. Eppler erst hier 6 Thesen vortragen wird. Und ich bin sehr gespannt darauf. Und wir wissen auch, dass ganz sicherlich alle Thesen wirklich ausreichend Stoff bieten werden, um mit Ihnen wirklich zu diskutieren. Also machen Sie sich ganz eifrig Notizen. Wir werden dann versuchen, hinterher die Thesen, also ein wenig einzeln aufzurufen sozusagen und mit Ihnen in Diskussion zu kommen. Und zum Schluss, falls wir noch Zeit haben, was ich hoffe, werden wir vielleicht, aber der bescheidene Dr. Eppler ist auch so, dass er wahrscheinlich wieder eine Handbewegung macht. Aber natürlich, wir wollen eigentlich den Person, ich sage nicht Privatperson, ich sage der Person, Erhard Eppler, auch hier ein wenig noch mal kennenlernen, wie er zur Politik kam und so weiter. Schauen wir mal, ob wir Zeit auch noch dazu übrig haben. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall auf 6 sicherlich hochinteressante Thesen sehr, sehr gespannt. Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich muss doch, ehe ich die 6 Thesen Ihnen zumute, sozusagen meinen Ort in der politischen Diskussion deutlich machen. Ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich bin auch kein Ethikprofessor. Ich bin einfach ein Mensch, der jetzt gut 60 Jahre lang Politik gemacht hat, schon in der Ausbildung, dann im Beruf und dann Politik als Beruf und dann Politik als ehemaliger. Jedenfalls bin ich in die Politik hineingeraten, eigentlich gegen meinen Willen, und einfach nicht wieder herausgekommen bis zum heutigen Tag. Das ist nicht ganz schwierig, wenn man mal drin ist, denn dann gibt es viele Freunde, Freundinnen,
die von einem etwas erwarten und die dann böse sind, wenn man einfach aufhört und sagt, jetzt habe ich genug. Was Sie also jetzt in diesen 6 vielleicht etwas provokatorischen Thesen wiederfinden, ist keine wissenschaftliche Wahrheit, sondern das Ergebnis eines dauernd reflektierenden Politikerlebens. These 1. Misstrauen Sie allen Politikern, die viel von Moral reden. Denn das Schlimmste, was der Moral passieren kann, ist, dass sie degradiert wird zur Waffe im parteipolitischen Kampf. Und wer immer davon redet, man müsse sozusagen dieser Gesellschaft wieder Moral beibringen, und er oder seine Gruppierung wolle dies, impliziert natürlich, dass die anderen das nicht wollen. Und dann kommt etwas zustande, was eigentlich die Politik gar nicht verträgt, jedenfalls eine demokratische Politik, dass sozusagen die Guten gegen die Bösen, die Moralsensiblen gegen die Moralunsensiblen kämpfen. Und meine Erfahrung ist natürlich eine völlig andere, was politische Moral angeht, gibt es nicht so schrecklich viele Unterschiede zwischen den wirklich demokratischen Parteien. Wie gesagt, die Politiker, die ich für die moralisch integersten gehalten habe, haben fast nie von Moral geredet. Zweite These: Das Hauptlaster der Politik ist nicht, wie immer wieder behauptet wird, die Lüge, sondern die Eitelkeit. Wenn man Lüge definiert, so dass jemand in dem Augenblick, wo er das sagt, schon weiß, dass es nicht stimmt, was er sagt. Gibt es Lüge in der Politik nicht mehr als anderswo, sogar wahrscheinlich weniger, weil ein Politiker, der dabei ertappt wird, dass er richtig im strengen Sinn des Wortes gelogen hat, damit seine Karriere beendet. Während bei der Eitelkeit ist es umgekehrt. Gerade in der Mediengesellschaft werden Politiker unablässig zur Eitelkeit erzogen, Tag für Tag. Ein Politiker, der nach einem Fernsehauftritt sagt, wie war ich? Ist natürlich eine etwas komische Figur. Aber Politiker in der Demokratie wollen ja gewählt werden. Und da müssen sie erstens bekannt sein und zweitens auf eine positive Weise bekannt sein. Das heißt, wenn Sie die Chance haben, im Fernsehen aufzutreten, dann ist das eine ganz wichtige Möglichkeit. Und da kommt es darauf an, wie man ankommt. Also die Frage, wie war ich? Schon Bismarck hat etwa ähnlich gedacht. Er hat einmal gesagt, ich sage es jetzt in meinen Worten, wenn man den Wert eines Politikers feststellen will, dann muss man alle seine Gaben zusammenzählen und die Eitelkeit abziehen. Und was dann übrig bleibt, das gilt. Und ich habe bedeutende Politiker verschiedener, auch der eigenen Couleur, kennengelernt, bei denen dann nicht mehr so schauderhaft viel übrig blieb. Dritte These:
Politik ist für Wahrheit nicht zuständig, aber nicht dispensiert von der Forderung nach Wahrhaftigkeit. Was heißt das? Wissenschaft ist zuständig für das, was wahr ist oder nicht. Darüber kann man streiten. Politik muss entscheiden, wohin es geht, notfalls durch Abstimmung. Über Wahrheit kann man aber nicht abstimmen. Politik ist weder zuständig für die religiöse Wahrheit noch für die historische Wahrheit und natürlich schon ganz und gar nicht für die naturwissenschaftliche Wahrheit. Es hat einmal eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages gegeben über die Deutschlandpolitik zwischen 1949 und 1989. Und da wurden alle möglichen Leute befragt, ich auch. Und die haben dann Interessantes zur Kenntnis gegeben, zu Protokoll gegeben. Und wenn man das durchliest, was da alles herauskam, ist das ganz beachtlich. Aber am Schluss hat die damals Mehrheitsfraktion in dieser Enquete-Kommission gesagt, jetzt müssen wir dann auch darüber abstimmen, wer die richtige Deutschlandpolitik gemacht hat. Und dann hat man einige Zeit lang diskutiert, das geht offenbar nicht. Man kann über die historische Wahrheit so wenig abstimmen wie über die religiöse Wahrheit, sondern das muss man dann den Historikern überlassen und die können vielleicht noch Jahrzehnte diskutieren, bis sie sich wirklich einig werden. Aber Wahrheit wird nie durch Abstimmung festgestellt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Politik nicht dispensiert von dem, was wir Wahrhaftigkeit nennen. Also davon, dass man andere Menschen nicht anlügt. Also nicht ihnen etwas sagt, was man in dem Augenblick, in dem man es sagt, schon weiß, dass es nicht stimmt. Vierte These, die politische Kategorie ist nicht wahr oder unwahr, sondern richtig oder falsch. Darüber kann man abstimmen, welche Politik richtig ist und welche falsch ist. Natürlich, wenn man ein bestimmtes Thema hat, nehmen wir jetzt einmal die Europapolitik der Bundesrepublik Deutschland, dann wird es Menschen geben, die sagen, das, was Frau Merkel macht, ist richtig und andere werden mit Argumenten sagen, das, was sie macht, ist falsch. Das heißt, von den Grundpositionen aus gibt es dann den Streit darüber, was richtig und was falsch ist, aber nicht, was wahr und was unwahr ist. Politik hat es mit Handeln zu tun und der Handelnde muss wissen, ob das, was er tut, richtig ist oder falsch. Und da gibt es natürlich dann Vorarbeiten, wo die Frage stimmt, ist das die Information wahr oder unwahr, die zu dieser Meinung führt? Natürlich, aber die Auseinandersetzung selbst ist, ob jemand von seinen Grundthesen aus erkennt, dass etwas richtig ist oder falsch. Vielleicht muss ich hinzufügen, wenn wir eine Tarifauseinandersetzung haben, dann werden die Arbeitgeber alle Argumente aufführen, dafür, dass man die Löhne nicht zu sehr erhöhen darf. Und die Gewerkschaften werden umgekehrt alle Argumente aufführen, die das Gegenteil behaupten, nämlich, dass man die Löhne kräftig erhöhen kann.
weder der eine noch der andere lügt, sondern jeder sucht das, was für seine Position spricht, heraus und überlässt das Gegenteil dem anderen. Der wird es dann schon noch sagen, das braucht er dann der Gewerkschafter nicht zu tun, das wird der Unternehmer machen und umgekehrt. Und so ähnlich ist es natürlich auch in der Auseinandersetzung etwa um ein Gesetz. Eine Regierung bringt ein Gesetz ein. Selbstverständlich wird die Regierungsfraktion alles erklären, warum dieses Gesetz richtig ist. Die Opposition, wenn sie wirklich sich entschieden hat, dagegen zu sein, wird alle Argumente vorbringen, warum das Gesetz nicht richtig, falsch oder mindestens unnötig, überflüssig ist. Wiederum wird keiner lügen, sondern er wird den Teil der Wahrheit, der sozusagen auf seiner Seite ist, wird er vorbringen. These 5. Es ist legitim und unvermeidbar, auch in einer Demokratie nach Macht zu streben, wenn man politisch etwas gestalten will, wenn man eine Sache fördern oder auch verhindern will, jedenfalls wenn man für bestimmte Positionen steht, dann kann man nur etwas erreichen, wenn man die nötige Macht hat. Insofern hat jede Politik mit Macht zu tun und natürlich auch mit Machtstreben zu tun. Die Schwierigkeit beginnt für mich da, wo ich das Gefühl habe, und das habe ich manchmal, dass Macht um der Macht willen erstrebt wird. Dass Macht um der Macht willen erstrebt wird. Dass jemand eigentlich gar nichts mehr in sich hat, was er verwirklichen will, was ihn treibt, Politik zu machen, sondern dass jemand sich an die Macht eventuell gewöhnt hat und eben findet, das ist eine schöne Sache und dafür sorgt oder sorgen will, dass diese Macht bleibt. Wenn ich richtig sehe, aber da kann ich natürlich schon wie in ein Wespennest stechen, war die Abwahl von Kohl 1998 ein solcher Fall, dass die Leute das Gefühl haben, jetzt geht es ihm eigentlich nur noch darum, an der Macht zu bleiben. Schließlich sechste These, Karrierismus im strengen Sinne ist in der Politik für mich nicht legitim. Und ich füge hinzu, dieser Karrierismus innerhalb der Politik hat in den 61 Jahren, in denen ich Politik gemacht habe, dauernd zugenommen, nicht abgenommen. Meine Generation, das ist die Generation Genscher, Jochen Vogel, Leisler Kiep, meine Generation ist praktisch in die Politik gegangen, nach den Erfahrungen auch als junge Soldaten. Und des Zusammenbruchs und der Schrecklichkeiten, die dann deutlich wurden, wir sind in die Politik gegangen, übrigens wirklich unabhängig jetzt von der Partei, weil wir der Meinung waren, unsere Kinder oder Enkel sollen das nicht mehr erleben, was wir erlebt haben. Dass das heute nicht mehr der Fall sein kann, ist selbstverständlich. Dass
Das ist eine Frage der Generation und keiner kann sich die Generation auswählen, in die er hineingeboren wird. Aber wo ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der in die Wirtschaft geht, um Karriere zu machen, oder in die Verwaltung geht, oder was heißt immer, geht, um Karriere zu machen, was ja doch relativ normal ist, zu dem, der in die Politik geht, um Karriere zu machen. Sehen Sie, wenn jemand in die Wirtschaft geht, ist sozusagen die Zielsetzung, nach der da beurteilt wird, schon fest. Kann er einen Betrieb ordentlich leiten? Kann er Gewinn machen oder macht er Pleite? Das heißt, die Ziele, die da vorgegeben, die, um die es da geht, die sind vorgegeben. In der Politik nicht. In der Politik gibt es viele verschiedene Ziele, die man haben kann. Man kann für die Notwendigkeit des Sozialstaats sein, man kann dagegen sein, man kann, ja, was muss ich Ihnen das erläutern, für einen gesetzlichen Mindestlohn sein oder man kann dagegen sein. Das heißt, Politik ist Auseinandersetzung eben um die richtige Politik. Also ist sozusagen das, der Maßstab nicht vorgegeben, wie etwa in den anderen Sparten unserer Gesellschaft. Und lassen Sie mich mal sehr persönlich sagen, wenn ich junge Leute sehe, übrigens, das ist auch keine Parteifrage, das ist, das geht über die Parteien hinweg, die erste Mal Politologie oder auch Juristerei oder auch Volkswirtschaft studieren und dann, was es zu meiner Zeit noch gar nicht gab, Assistent werden bei einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages, dort mal reinriechen, wie das in Berlin, früher in Bonn, zugeht. Und die dann irgendwann erwarten, dass ihr Boss ihnen sagt, da ist eigentlich ein vakanter Stuhl, du könntest dich dort auch um ein Mandat bewerben. Das ist eine sehr häufige, inzwischen häufige Form der Karriere geworden, die dann übrigens die Berufserfahrung ausspart, was ja auch für einen Abgeordneten nicht ganz unwichtig ist. Jedenfalls gibt es dann den Zustand, dass jemand, wenn er merkt, ich komme in der Politik nicht mehr weiter, und wenn ich Ministerpräsident von Hessen war, dann gehe ich eben in die Wirtschaft. Auch das ist ein Vorgang, der parteiübergreifend heute nicht viel, viel häufiger vorkommt als vor 30, 40 Jahren. Wir haben jetzt wieder einen, der aus dem Kanzleramt in die Wirtschaft geht. Das ist, ich würde sagen, es ist nicht ehrenrührig. Das ist nicht. Aber es zeigt, dass hier sozusagen die Karriere geplant ist, ohne, sagen wir mal, die politische Leidenschaft für irgendeine Sache. Wenn eine Frau in die Politik geht und sie hat nichts anderes im Kopf, als dafür zu sorgen, dass man Beruf und Familie besser verbinden kann, dann ist das für mich völlig legitim. Dafür kann sie ein Leben lang kämpfen und auch vielleicht etwas hinbekommen. Aber wenn jemand in die Politik geht, in dem Glauben, dem Irrglauben übrigens, dass man da leicht Geld verdienen kann oder dass man da Karriere machen kann, dann finde, und
die Karriere möglicherweise eben von der Politik irgendwo anders dann weiterführen kann, dann ist das für mich eine Missachtung der Würde der Politik. Ich weiß, das hat auch mit meiner Biografie zu tun, aber ich glaube, dass die Politik ihre eigene Würde hat und dass sie nicht eine Karriere wie jeder andere ist. Und ja, ich nehme an, ich habe Sie jetzt genügend provoziert. Dankeschön. So, ganz herzlichen Dank, Dr. Eppler. Ich glaube, wir haben in der Tat, dann machen wir es vielleicht so, dass ich Ihnen dieses gebe. Und ich nehme diesen Mikro. Ich glaube, wir haben die Thesen jetzt gehört, die uns auch sehr reflektiv machen, weil sie wirklich nicht also verhaftet sind in die hektische Überlegungen von aktuellen politischen Fragen des Alltags. Und ich glaube, das ist gut, also gerade im Hinblick auf das, was wir sprechen wollen. Mein Vorschlag wäre, dass wir versuchen, jetzt die einzelnen Fragen, die einzelnen Thesen sozusagen wieder aufzurufen, dass wir vielleicht das ein wenig vertiefen und dass wir dann aber jeweils auch das Publikum dazu einladen, mitzudiskutieren. Wir schauen, wie wir hier durchkommen. Ich denke, dass Misstrauen zu allen Politikern, die viel von Moral sprechen, war die erste These. Dann vielleicht wäre meine Frage, um da erstmal das ein wenig im Kontext zu stellen, weil Sie auch von Generationen von Politiker gesprochen haben. Sehen Sie über die viele Jahre, die Sie als Politiker tätig sind, kann man überhaupt sagen, dass also Moral als Kategorie, worüber Politiker oder die Politiker für sich reklamieren, ist das ganz unterschiedlich, dass das auftaucht, oder finden wir das in bestimmten Generationen mehr als eine junge Politikergeneration von heute? Oder ist das ein Thema, was gerade, wenn es vielleicht um kontroverse Themen zu Wahlkampfzeiten mehr eine Rolle spielt? Also ich glaube, wir können natürlich mit Ihnen diskutieren. Ich glaube, das ist sehr einleuchtend, dass man vielleicht die moralische Keule immer misstrauen muss. Aber ich würde ganz gern als Soziologin empirisch mal fragen, ob Sie meinen, dass also die Art und Weise, wie man sowas reklamiert als Politiker, ist das was, was häufiger vorkommt oder nicht? Also gerade in unserer Talkshow-Gesellschaft. Ich glaube, ist es schon an? Ah ja. Natürlich gibt es keine Politik jenseits ethischer Fragen. Und in jedem, der Politik macht, ist es wie bei allen anderen Menschen, wenn er etwas tut, dann möchte er gerne, dass es richtig ist und dass es auch moralisch vertretbar ist, was er macht. Wobei natürlich, gerade wenn Politik aufgeheizt ist und wenn es Fanatismen gibt, Dinge plötzlich moralisch sind, von denen wir im nüchternen Zustand wissen, dass sie das nicht sind, wenn sie etwa denken, das ist ja auch eine Auseinandersetzung, wenn Schiiten sich selbst töten, um einige Sunniten oder umgekehrt noch mit sich in den Tod zu reißen, die sind der Meinung, dass sie etwas Gutes getan haben. Sonst würden sie es nicht machen, denn sie sterben ja dabei selber. Wie gesagt, da gibt es dann Bereiche, wo wir nur noch den Kopf schütteln. Aber
Aber dass auch jeder Hinterbänkler im Parlament das, was er tut, gelegentlich reflektiert und sagt, ist das nun eigentlich vertretbar oder was würde denn mein Pfarrer dazu sagen oder so, das ist völlig normal. Ich habe nur die Erfahrung, dass die Leute, denen ich eine ganz starke moralische Kraft eigentlich zugetraut habe und von denen ich angenommen habe, dass sie, ja, dass sie eben sich wirklich so in der Hand haben, dass sie vor sich selber, dass sie im Spiegel gucken möchten, die Möglichkeit haben, im Spiegel zu gucken, ohne sich zu schämen. Das waren alles Leute, die eigentlich selten oder nie von Moral geredet haben. Und diejenigen, die das häufig getan haben, habe ich meistens nicht in diese Gruppierung eingeordnet. Ich sage das deshalb, weil es ist ja eine Versuchung, sozusagen die Moral zur Keule des Parteienkampfes zu machen. Das ist natürlich eine Versuchung. Aber es ist auch das Schlimmste, was einer Demokratie passieren kann, wenn sozusagen die Guten gegen die Bösen kämpfen. Das ist nicht der Sinn einer Demokratie, sondern dass verschiedene Grundvoraussetzungen, Grundbegriffe von Politik einander auch in der harten Auseinandersetzung begegnen, aber ohne die moralische Keule. Und ich will jetzt nicht Beispiele nennen. Ich finde, dass es in letzter Zeit, in den letzten Jahren, hier sogar besser geworden ist. Mhm. Dass diese Versuchung inzwischen geringer geworden ist. Heißt das, dass Politik pragmatischer geworden ist? Wobei man jetzt darüber reden müsste, was Pragmatik ist. Ich bin gern bereit, aber das dauert mindestens 5 Minuten. Mhm. Und ich glaube, dass heute ein engagierter CDU-Mann leichter akzeptieren kann, dass es einem engagierten SPD-Mann auch um das Gemeinwohl geht. Genau wie umgekehrt. Das ist heute leichter als vielleicht vor 30, 40 Jahren bei der gewaltigen Polarisierung etwa der 70er Jahre. Ich nehme vielleicht These 2 dazu und dann werden wir also eine erste Runde machen. Bitte? Noch so eins? Ja, natürlich. Wir werden 1 und 2 dann zusammen arbeiten. Nachher. Moment, erst mit Mikro, sonst geht das gar nicht. Christine, könnten Sie so lieb sein und ein Mikro vielleicht von mir nehmen? Nein, es geht nicht. Dankeschön. Herr Eppler, ich stimme mit Ihnen voll überein. Wenn wir jetzt weniger über Moral in der Politik reden sollten oder reden, heißt das nicht auch, dass wir in einem Zeitalter der Entideologisierung leben? Heißt das, dass das jetzt ein guter Weg ist oder hat das auch Verluste? Also ich weiß nicht, es hat wohl auch mit dem, was Sie Entideologisierung nennen, zu tun, aber es ist nicht genau dasselbe. Ich glaube, was zu dieser Verbesserung eigentlich des Klimas geführt hat, ist, dass inzwischen alle wichtigen Parteien regiert haben und gemerkt haben, wie schwierig das ist. Und deshalb alle auch schon Opposition gemacht haben
und auch gemerkt haben, wie schwierig das ist. Und dass sozusagen dass man sich leichter in die Schuhe des jeweils anderen versetzen kann. Und alle, zum Beispiel alle Diplomatie beruht ja darauf, dass man die Fähigkeit hat, sich in die Schuhe des anderen zu versetzen, um seine Interessen zu verstehen und dann eben auch versuchen, ihn an diesen Interessen zu packen. Und zu sagen, wie wäre es denn, wenn? Also ich glaube, in diesen Punkten ist unsere Demokratie reifer geworden. Nicht in allen, aber in diesen. Also das würde heißen, letzten Endes, dass durch diese Erfahrung man eher verantwortungsethisch und nicht so gesinnungsethisch denkt. Kann man das so sagen, um Max Weber zu bemühen? Verehrte Frau Professor, da haben Sie jetzt bei mir ein Fass angestochen. Oh. Wissen Sie, ich habe meinen Weber auch gelesen. Und diese Unterscheidung, die stammt ja aus einem Vortrag von 1919, einem im Grunde sehr polemischen Vortrag, wo auch von, also geradezu Schimpfwörter gebraucht worden sind. Und ich habe eben diese Unterscheidung in meiner Biografie als Waffe erlebt, Deutsch zu Deutsch. Meine Auseinandersetzung mit Helmut Schmidt ist immer unfruchtbar geblieben, politisch, weil er mich in die gesinnungsethische Abteilung kommandiert hat und nicht gemerkt hat, dass ich nur, das war in den 70er Jahren, 80er Jahren, meine Verantwortung räumlich und zeitlich anders sehe als er. Ich habe die Ökologie damals in die politische Diskussion gebracht, weil ich zeitlich einen längeren Horizont für meine Verantwortung gesehen habe und räumlich, weil ich 6 Jahre für die Entwicklungsländer zuständig war. Aber in dem Augenblick, wo jemand diesen Weber sozusagen einfach in die Politik überträgt, geschieht meistens Unheil. Und jedenfalls in meiner Biografie war das so. Wir müssen vorangehen mit den Thesen, aber ich bleibe doch ganz kurz dabei. Oder hat es damit zu tun, dass wir, also gerade im Hinblick auf Intellektuelle, ich hatte es ein bisschen in meinen einleitenden Worten gesagt, zwischen Politik und zwischen, also Wissenschaft, vor allem zwischen Intellektuellen, sie sind, also sozusagen, wenn ich das ein bisschen salopp und verkürzt sagen darf, eine Verbindung von beiden. Ist es so, dass wir einfach so sehr viel stereotypische Vorstellungen haben und deswegen nicht wirklich dieses, das, was Sie angesprochen haben, dieses Empathische entwickeln können, dieses also Verstehen, in welchen Kontexten der andere dann agiert und handelt? Ja, doch. Ja, doch. Ich behaupte auch gar nicht, dass es nicht den richtigen Typus des Gesinnungsethikers gibt. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Grünen in den 80er Jahren, als sie gegründet waren und sich gegenseitig die Köpfe einschlugen, dass da sehr viel Gesinnungsethik im Spiel war. Denn die hatten alle ein gutes Gewissen, wenn sie einander fertig gemacht haben. Heute würde ich die Führung der Grünen durchaus in den Bereich des Verantwortungsethischen einbeziehen. Wie gesagt, man kann mit Weber auch viel Gutes tun, aber man kann auch eine Diskussion praktisch verhindern, eine fruchtbare Diskussion
ausschließen. In dem Augenblick, wo man sagt, du bist eben ein Gesinnungsethiker und ich habe die Verantwortung und bin also Verantwortungsethiker. Ich gehe ganz schnell weiter, so These 2. Hauptlast nicht die Lüge, sondern die Eitelkeit, haben Sie gesagt. Eitelkeit ist das, ich glaube, das haben Sie auch klar gemacht, dass das bei einem Politiker nicht ausgeprägter ist als anderswo. Ich glaube, dass in eine Internet-Google-Welt, dann also ist man dazu geradezu verführt oder viele, um zu schauen, wie oft kommen sie vor, wie sehr stehen sie im Rampenlicht. Gibt es oder haben Sie irgendeine Überlegung, wie man junge Politiker, also eher die Wahrhaftigkeit ihres Engagements und nicht so die Oberflächlichkeit, also was dann vielleicht zu vielen Auftritten und zu Eitelkeit führt, dass sie nicht in diese Richtung gehen. Gibt es irgendwelchen Sätzen von einem erfahrenen, nicht eitlen Politiker, das Sie weitergeben würden? Also gar nicht eitel gibt es überhaupt in der Politik nicht. Ich habe Sie erfolgreich provoziert. Es geht darum, ob man seine Eitelkeit wirklich unter Kontrolle hat. Ich behaupte überhaupt nicht, dass es den nicht eitlen Politiker, jedenfalls in meiner Person, nicht gibt. Aber es gibt einen Punkt, wo die Eitelkeit jede wirkliche Mannschaftsleistung kaputt macht. Also ich will jetzt ein Beispiel nennen, das in meiner Partei passiert ist. Es gab in den 70er Jahren einen Wirtschaftsminister, Karl Schiller. Der hatte einen sehr guten Ruf in der Öffentlichkeit. Und seine Auftritte im Fernsehen waren immer perfekt. Ich habe ihn erlebt schon als Minister in der Großen Koalition. Da war ich auch schon dabei. Ja, das ist für die jüngeren Seite, das war so kurz nach dem alten Fritz. Und da war der Finanzminister, hieß Strauß. Und der Wirtschaftsminister hieß Schiller. Und der Strauß hatte also das klassische Ministerium. In der Politik unterscheidet man zwischen den Genitivministerien, des Innern, des Auswärtigen, der Justiz, das sind die klassischen Ministerien, des Innern, und dann die Fürministerien, das sind zweitklassig, und der Finanzen, aber für Wirtschaft. Gut, also hat Kiesinger völlig korrekt, immer wenn es um solche Fragen ging, erst dem Strauß das Wort gegeben. Der war der klassische Minister. Und ich habe dann immer den Schiller beobachtet. Der hat dann auf die Uhr geguckt. Und wenn der Strauß 10 Minuten geredet hat, dann wusste ich, jetzt wird der Schiller 15 Minuten reden. Und wenn der Strauß, was selten vorkam, 20 Minuten geredet hat, was für ein Kabinett schon sehr, sehr viel ist, dann wusste ich, jetzt kommt der Schiller mit 25 Minuten. Das heißt, naja gut. Als der Schiller dann schließlich abgedreht ist und mit Ludwig Erhard gegen seine Partei Annoncen gemacht hat, hat Willy Brandt auf einem Parteitag, es war in Dortmund, dazu folgenden Kommentar nur in einem Satz gegeben. Er hat gesagt, das war ein Sieg der Eitelkeit über die Intelligenz. Und da war alles drin. Das heißt, es gibt ein Maß an Eitelkeit, das eine wirklich positive, fruchtbare politische Arbeit nicht zulässt. Und darf ich jetzt noch etwas behaupten? Ja, natürlich, selbstverständlich. Das behaupten, was wahrscheinlich wieder. Ich unterscheide inzwischen als alter Mann eigentlich zwei Arten von Politikern.
solche, die in diesem schwierigen Geschäft, in diesem auch zermürbenden und Geschäft deformiert werden, und solche, die in diesem zermürbenden, schlimmen Geschäft trotzdem reifer werden. Und ich will jetzt keine Beispiele nennen, vor allem nicht für den ersten Fall, aber ob da, in welche Richtung das läuft, das hängt auch ein bisschen mit der Eitelkeit zusammen. Das heißt, die Leute, von denen ich das Gefühl habe, und das mit Bildern des 50-Jährigen und des 75-Jährigen nachzuweisen, mich anheischig mache, das sind alles Leute, die ihre Eitelkeit im Griff haben. Ja, und umgekehrt. Das heißt, in dieser Politik, in diesem täglichen Gelangen, wirklich reifer zu werden, das ist ein Kunststück. Und ich will jetzt nicht sagen, von wem ich glaube, dass er dieses Kunststück hingekriegt hat. Aber davor habe ich dann einen ungeheuren Respekt. Vielleicht springe ich gerade, weil ich denke, dass es eventuell einen Zusammenhang geben könnte, so These 6, nämlich die Frage nach dem Karrierismus, ja. Im strengen Sinn. Weil sicherlich ist es nicht leicht für junge Politiker, die auch durch welche Motivation auch immer in die Politik gehen und dann nach einer Wahlperiode wieder herausgewählt werden, wenn sie andere Berufsperspektiven nicht haben. Vielleicht sehen wir das ganz besonders auch auf der Ebene der Kommunen mit dem Bürgermeister. Bürgermeister, die es schaffen, eine Periode für 8 Jahre und dann aber mit Ende 40 oder Anfang 50 dastehen, mit nur einer Periode als. Aber das ist dann nicht ein Wechsel, den nicht Sie bestimmen, sondern richtig, den der Wähler Ihnen auferlegt. Richtig. Was ich sagen wollte, ist, gibt es deswegen also gewissermaßen einen Zusammenhang zwischen dieser eine Notwendigkeit zu eine gewisse, was als Eitelkeit daherkommen könnte, aber was eigentlich eine sehr pragmatische Art ist. Ich muss mich unbedingt dann als besonders aktiv und vorzeigbar immer darstellen, damit ich einfach überhaupt dann vom Wähler wieder gewählt werde. Also jedenfalls jemand, der abgewählt wird, wo auch immer, und dieses sozusagen persönlich ohne ja, eben wieder persönliche Macken, ohne ja, charakterliche Schwierigkeiten durchsteht, vor dem habe ich großen Respekt. Und da muss ich sagen, wenn dann einer, was weiß ich, in der Verwaltung, in der Wirtschaft oder was weiß ich, in irgendeinem zivilgesellschaftlichen Teil dann seine Aufgabe findet, dann ist das ja wunderbar, dann habe ich Respekt davor. Mir geht es jetzt nur um diejenigen Leute, die sozusagen feststellen, meine Karriere geht nicht mehr so richtig weiter. Bundeskanzler kann ich nicht werden. Und Ministerpräsident bin ich schon. Die dann sagen, na, dann will ich jetzt auch mal ein bisschen Geld verdienen. Also, gut, das ist, ich möchte das nicht als persönlichen Makel sehen, aber wenn sich das häuft, und es häuft sich jetzt, auch in meiner Partei, häuft sich das, dann ist das für mich kein gutes Zeichen für die Politik. Vielleicht, und dann werden wir langsam dann ins Publikum gehen, vielleicht noch eine Frage. In Hinblick auf, wie könnte man das nennen,
also der Unterschied zwischen Karrierismus und Expertenwissensaneignung als Politiker, denn wenn wir sehen, was hier große Fragestellungen jetzt gelöst werden müssen, egal welcher Partei, also ist das natürlich häufig sehr komplex, häufig eine Art, dass ohne, Sie haben erwähnt, also die junge Mitarbeiter, die eben bei den Abgeordneten oft als junge Wissenschaftler von der Politikwissenschaft dazukommen. Und wir sehen natürlich, dass Politiker konfrontiert werden mit einem unglaublichen Konvolut an Akten, an Papiere, die sie verstehen müssen, die sie durchschauen müssen. Ist das überhaupt ohne eine gewisse Professionalisierung in diesem Bereich zu leisten? Oder wie kann man dieses Dilemma lösen? Als ich in den Bundestag kam, das war vor 52 Jahren, da hat mir der Carlo Schmid an einem Abend gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du wirst Spezialist oder du wirst Generalist. Der Spezialist weiß von immer weniger Dingen immer mehr, bis er von nichts alles weiß. Und der Generalist weiß von immer mehr Dingen immer weniger, bis er schließlich von allem nichts weiß. Das ist tatsächlich eine Gefahr in der Politik. Und gesunde Verhältnisse sind, wenn gerade ein Abgeordneter in ein oder zwei Bereichen, könnte auch mal drei sein, wirklich Fuß gefasst hat, wirklich Bescheid weiß und dann aber sozusagen die großen Linien nicht einfach vergisst, sondern darüber auch gelegentlich nachdenkt, ohne zu behaupten, er sei da wirklich eine Instanz. Das gibt es viele und das ist auch gar keine leichte Aufgabe, nicht das miteinander in Einklang zu bringen. Ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir ins Publikum. Vielleicht erinnere ich noch an diesen zwei Thesen, die wir hier nicht besprochen haben. These 4 war, eine politische Kategorie ist nicht wahr oder unwahr, sondern richtig oder falsch. Also geht um die Debatte, um den politischen Weg, wenn man so will, um die Programme. Es geht mir vor allem darum, klarzumachen, dass Politik für Wahrheit schlicht nicht zuständig ist. Genau. Also das ist in dem Augenblick, wo sich Politik für Wahrheit zuständig hält, hört sie auf, demokratisch zu sein. Ja. Nicht? Das Dritte Reich, die Nazis haben ein Geschichtsbild kommandiert. Alle Schulbücher waren dann alle auf derselben Linie. Nicht? Das kann eine Diktatur kann das machen. Eine Demokratie funktioniert nur so lange, wie alle Demokraten wissen, dass sie für Wahrheit nicht zuständig sind. Herzlichen Dank. Jetzt gehen wir erstmal ins Publikum.